Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit den Pokémon-Sammelkartenspiel-Unpackings zu Pokémon Go. Die nächste Spezialkollektion Team Wagemut habe ich hier mit der Trainerkarte von Candela als Promokarte. 6 Booster-Packs, hiervon sind nochmal 6 Booster-Packs, eine Trainer-Promokarte. Außerdem ist hier noch der Pin von Team Wagemut enthalten. Hinten steht auch nochmal holographische Vollbild-Promokarte mit Candela, das ist hier. Einen hochwertigen Pin mit dem Emblem von Team Wagemut, 6 Pokémon Go Booster Packs und eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel live. So, und wie auch die anderen beiden Boxen schon, habe ich das als Dreier-Set, also mit den anderen beiden Boxen zusammen, muss man eher sagen, bei Collected bestellt. Das Dreier-Set hat mich 94,99 gekostet. Also etwa 31,66 pro Box. Einzeln kosten die 32,99 aktuell, also zu dem Zeitpunkt, wo ich sie bestellt habe, bei Collected, und sind die da für den Preis erhältlich. Ja, wollen wir doch mal schauen, was so drin ist. Mir fehlt ja noch Mewtwo V, was ich gerne hätte, und noch die ein oder andere Rainbow Gold Full Art Karte oder sowas. Da sind ja noch ein paar interessante Karten mit bei, sag ich mal. So, kurz für das Pokémon Go Spiel, die gehen auf die Seite. Das kommt weg, dann schauen wir uns mal. Ach, komm schon. So, das hier an, da hätten wir die Promokarte von Candela. Trainerkarte, so, das kommt auf die Seite. Da haben wir so die Trainerkarte Candela. Ziehe 2 Karten, wenn du auf diese Weise mindestens eine Karte gezogen hast, wirf eine Münze. Lege bei Kopf eine Feuerenergiekarte aus deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank an. Ah, sehr, sehr cool. Blackstar-Promokarte Nummer 228 ist Schwert- und Schildzyklus. So, dann haben wir hier noch den Pin, den letzten der Pins. Sehr, sehr cool, Team Wagemut. Und dann natürlich auch noch die Booster Packs. Und die sind wichtig, weil, wie gesagt, bin ja noch auf der Suche mit der Codekarte nach einem Mewtwo V vor allen Dingen. Ja, Shiny habe ich mittlerweile schon vollständig. Natürlich, ich nehme auch gerne noch ein Shiny. Dann ist natürlich ein Shiny Glurak. Ja, oder auch hier V-Star-Karten oder sowas auch immer gerne gesehen. Aber natürlich schön wäre es, eine meiner beiden fehlenden V-Karten zu bekommen und natürlich die ganzen. Oder wenigstens eine oder zwei von den Rainbow Goldkarten, Full Art Karten etc., was es dann noch so gibt. So, erstes Booster haben wir vielleicht First Pack Magic hier. Wir machen den Kartentrick und ich sage Psycho. Nein, Feuer. Okay. Dann hätten wir hier die Eibrutmaschine. Ein Glutexo. Oh, ist das ein gutes Zeichen vielleicht? Ein Shiny Glurak. Ein Pokestop. Ein Natu, ein Ambidiffel, Phlegmon, Larvitar, ein Griffel, ein Carpador, das ist eine Common Reverse, schade, und ein Relaxo. Okay, also erstes Pack, kein Glück gebracht. Schauen wir, wie es mit dem zweiten ausschaut. War jetzt nur ein Relaxo drin im ersten Pack. So. Codekarte weg. 2, 3. Oh, keine Energiekarte raten. Es ist eine V-Star-Karte. Ist das ein gutes Zeichen? Bekommen wir eine V-Star-Karte dann jetzt hier vielleicht auch drin? Wir schauen mal. Wir haben hier einen Lunastein, einen Pokestop, das Lokmodul, ein Evoli. Na, ach komm schon. Das gibt es doch nicht. Jetzt hängt die fest hier. Ein Shiggy. Eine Reißlaus, ein Larvitar, ein Kamau, ein Kamerupt als Reverse, also haben wir hier eine Ankamenkarte, und ein Zapdos. Schade, wieder kein Hit. Drittes Booster, dann haben wir die Hälfte schon rum. Eieieiei. Komm, wenigstens ein Hit. Auch wenn es das ist, was ich schon habe, aber ein Hit trotzdem wäre trotzdem langsam mal nicht schlecht. 2, 3, 4 Karten. Und wir können gerade nicht sagen, Wasser. Das ist Kampf. Nehmen wir einen Shillock, einen Candela, ein Bisa-Knosp, ein Weberack, ein Alola-Radfatz, die Reißlaus wieder, ein Pikachu,
Ein Shigi. Ein Bidizar, aber es ist leider kein Ditto Bidizar, sondern es ist das normale Bidizar in der Reverse als Kamenkarte. Und die letzte Karte ist, haben wir einen Hit? Ein Glurak. Glurak an sich ja ganz gut, aber es ist die ganz normale Rare-Karte des Gluraks. Also, Hälfte der Booster schon durch, noch keinen Hit. Schade, schade, schade. Vielleicht haben wir mit der zweiten Hälfte mehr Glück. Das ist jetzt die linke Hälfte aus dem Pack. 2, 3 und 4. Und ich rate und sage jetzt Elektro. Jetzt ist es Wasser. Super. Dann haben wir das Lokmodul, Ariados, die Eibrutmaschine, Evoli, ein Pikachu, Shigi, ein Bidifass, ein Alola-Radfratz, ein Relaxo in Reverse, immerhin eine Rare-Karte auf dem Reverse-Slot. Sehr nice. Und die letzte Karte, ein Melmetal V Full Art. Sehr geil. Ich glaube, das ist genau das, was ich schon habe. Verdammt. Ah, wie ärgerlich. Aber trotzdem, gut, kann man vielleicht tauschen oder so. Aber genau die Full Art Karte habe ich, glaube ich, schon. Schade. Ist natürlich doppelt ärgerlich. Aber gut. Wie gesagt, vielleicht kann man es ja tauschen. Gut, immerhin ein Hit. Sehr, sehr gut. Dann vorletztes Booster Pack. Wir machen den Kartentrick. Und ich nehme das mal zum Anlass und sage Stahl oder Metall. Nein, das ist Pflanze. Ein Stalos, ja, wobei Stahl wären. Candela. Glutexo. Ein Griffel. Ein Bisasam. Ein Dusselgur. Ein Carpador. Ein Meltan. Ein Navitaub, ein Common Reverse und ein Bisaflor als Rare-Karte. So, letztes Booster. Last Pack Magic vielleicht? Last Pack Magic. Ist im letzten Päckchen noch irgendwas Cooles drin? Eine V-Star, vielleicht eine Shiny auf dem Reverse-Slot? Ach, ich sage Feuer. Na, jetzt ist es Psycho. Stalos, Xatu, Lamus, Pikachu, Meltan, ein Dusselgur, Carpador, Onyx, Hytera, eine Rare, Reverse Rare, und ich sehe es schon da hinten, es ist mindestens eine V-Karte und es ist Meistergriff V. Schade, habe ich auch schon, aber ein Hit. Immerhin zwei Hits aus dieser Spezialkollektion. Die letzte der Spezialkollektion mit Team Wagemut war das, ja? Meine ich, oder? War doch Team Wagemut, ja. Team Wagemut, genau. Mit der Promokarte von Candela, hier die Trainer-Karte als Full-Art-Karte. Dann Melmetal als Full-Art und Meistergriff wie als normale wie Karte. Dann natürlich noch der Pin hier und ein ganzer Haufen an Holos, Reverse, ein paar Rares und sonst jede Menge Bulk-Karten. Aber ja, das mit den einzigen, wo ich noch was haben könnte, bei den Holos, bei den Reverse könnte ich noch Glück haben. Ich könnte das eine oder andere noch in meine Sammlung hinzufügen. Aber sowohl Bulk-Karten als auch die Rares, da ist nichts mehr dabei, was noch fehlt. Wie gesagt, selbst, ich glaube, selbst Meistergriff V und Melmetal V in der Full Art habe ich schon. Also von daher, naja, egal. War jetzt die letzte der Team-Kollektion. Jetzt habe ich alle Pins, ich habe alle Promokarten, die ich noch gebraucht habe. Von daher super. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr euch eine von den drei Team-Kollektionen gekauft? Sammelt überhaupt die Pokémon Go-Sammelkarten oder das Pokémon-Sammelkartenspiel allgemein? Ja, das würde mich interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber auch sonst alles, was euch so einfällt zum Pokémon Go-Handyspiel, zum Pokémon-Sammelkartenspiel, zum Pokémon-Videospiel, zu Sammelkarten oder Videospielen im Allgemeinen. Nicht nur Nintendo und Pokémon, aber auch sonstige Videospiele und natürlich auch Sammelkarten. Alles, was euch durch den Kopf geht, haut's in die Kommentare und lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.
Macht's gut, Leute. Ciao.